in Ihrem Vortrag die Grundschule mit den 4 Integrationsklassen nicht nur 100 Pädagogen fordern, sondern 4. 2 wäre vielleicht noch realisierbar, aber 4 ist dann eigentlich auch das, was man fordern kann. Fordern Sie. Ja. Na, das dürfen Sie, natürlich dürfen Sie es fordern. Ich habe aber doch Zweifel daran, dass man Ihrer Forderung entsprechen wird. Sie wissen ja, dass gegenwärtig die Ausstattung mit personellen Ressourcen auch in Nordrhein-Westfalen im Allgemeinen nicht recht üppig ist. Und ich bin ziemlich sicher, dass Ihrer Forderung nicht entsprochen werden wird. Man kann den Korb auch so hoch hängen, dass man dadurch das Ganze zunichte macht. Ich sage es jetzt mal relativ deutlich. Ich glaube auch, dass die ständige Präsenz von 2 Pädagogen nicht notwendig ist, dass sie manchmal sogar kontraproduktiv ist, weil der 2. Pädagoge die Tendenz hat, immer allen Kindern, die gerade nicht weiterkommen, sofort zu helfen. Und das ist falsch. Die Kinder müssen sich zunächst selbst helfen. Bei einem vollen 2-Pädagogen-System habe ich es zu häufig erlebt, dass sowas wie Überbehütung, wie Overprotection der Fall ist, oder dass der 2. Pädagoge gar nichts mehr macht. Ich habe auch schon hospitiert in Klassen, da hat der 2. Pädagoge schläft und einfach Kaffee gekocht. Der war überflüssig. Ein volles 2-Pädagogen-System ist weder notwendig noch finanzierbar. Das ist etwas für Weihnachten und für Sterntaler. Ja.